Ja, hallo, Solinder. Ist da den GEZ denn? Ja. Ja, ich wollte mal eine Frage machen. Meine Nachbar, der hat bei Sie Post kriegen, weil der hat bei Sie keine Anmeldung machen und der jetzt große Probleme mit dem Konto und all solchen Sachen und den mir Ja. erzählen und jetzt ich habe bei Sie kein Konto machen. Ich will keinen Ärger haben. Jetzt wollte ich anrufen. So, also Sie selber sind hier nicht angemeldet. Nein, ich habe nicht wissen, den mir erzählt machen und ich habe nicht verstanden, den mir bei Internet Gut. setzen, aber kann ich nicht Deutsch gut lesen. Ich habe nicht Gut, verstanden, was machen und was geben, warum ja. machen. Dann sagen Sie mir bitte mal die Adresse, wo Sie wohnen. Können Sie mir mal bitte nur erklärt machen, was den ganzen, was mache die Firma, was bekommen, was geben? So, wir finanzieren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Ja. Die Fernsehsender und Rundfunksender. Ja, RTL. Nein, ARD, ZDF, die ganzen dritten Programme, Arte, Phoenix, Ja. Deutschlandradio. Ja. Und dann, ja, und was kann man dann machen? Das wird mit dem Geld, mit den Beiträgen hier finanziert und das wird für jeden dann bereitgestellt, der Empfang. Ja, aber und was ist, wenn ich nicht haben? Dann müssen Sie trotzdem bezahlen. Ein Beitrag pro Wohnung, das ist Gesetz. Ja, Gesetz von der Regierung. Von den einzelnen Landesregierungen, ja. Das ist Ländersache der Rundfunk. Ja, Das ist ja. von der Landesregierung kommt das, ja. Also das heißt, muss ich Geld bei Sie bringen, weil gar nicht gucken. Auch dann, also ein Beitrag pro Wohnung. Ja, aber warum Wo? denn? Wenn ich das gar nicht haben möchte, weil das kann ich nicht so gut Deutsch versteht machen, ich nicht höre, nicht gucke, nicht lesen. Ja, aber der Beitrag ist trotzdem fällig pro Wohnung ein Beitrag. Ja. Das ist Gesetz. Also sobald Sie in einer Wohnung hier gemeldet sind in Deutschland, Ja. müssen Sie das bezahlen. Auch wenn ich gar nicht haben möchte. Auch dann, ja. Ist das immer so, dass kann man das ich weiß nicht, kann man das bei Deutschland so machen, dass man zu Menschen sagen, du musst geben, auch wenn du gar nicht willst, weil dann werde ich auch ein Firma machen. Ja, das kann man machen, wenn das Landesparlament das so beschließt, Ja. dann wird das ein Gesetz und dann kann man das so machen. Dann muss ich da mal, können Sie mir da mal von denen den Adresse geben, da kann ich da fragen. Dann, in welchem Bundesland wohnen Sie denn? Wie bitte? In welchem Bundesland Sie leben? Schleswig-Holsteine. Dann in Kiel. Ihre Landesregierung ist in Kiel. Und dann kann ich da mein Firma anmelden und dann kann ich auch bei allen Leuten Rechnung schicken. Wenn das Landesparlament das so beschließt, ja. Sehr gut. Kann ich dann sagen, dass Sie das beschlossen haben? Ich habe das nicht beschlossen. Nein, das haben die Landesparlamente beschlossen, den Beitrag. Ach so. Ja, und was muss man da bezahlt machen? 17,50 € im Monat. In einem Monat. Ja. Da kann ich 2 Wochen Essen kaufen für das Geld. Tja. Und wo ist Ihre Firma? Wir sind hier in Köln. Ja, kann man das bei Post schicken, weil ich habe kein Konto. Das können Sie auch machen. Sie können das bei jeder Bank, Post oder Sparkasse einzahlen. Ja, weil bei meinen Nachbarn, die jetzt Konto nehmen und Ärger mit Arbeit machen und Polizei und das Ja. ist schrecklich. Weil das ist, der hat Kinder, 2 Kinder, die jetzt alle traurig, alle weinen. Da will ich nicht, dass bei meiner Familie auch passieren. Sie verstehen. Ja, dann müssen Sie das sich anmelden und das bezahlen. Ja, aber warum kann man das sowas machen? Man kann doch nicht wegen sowas die Familie von Leuten kaputt machen. Tja, wenn nicht bezahlt wird. Dann müsst ihr bei Gefängnis kommen. Na, das Gefängnis nicht gleich, aber Aber am Ende doch, Gerichtsvollzieher oder kommt dann nicht? ja. Das ist doch, wenn, Nein. also bei uns in Indien, da ist das so, wenn man Rechnung nicht bezahlt, dann bei Gefängnis kommen. Ist das auch, wenn Nee. wie heißt denn, Beitragung nicht geben und dann Gefängnis machen? Nein, 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 aber Weil habe ich auch. Gerichtsvollzieher kommt dann und eine Pfändung, aber Gefängnis nicht, nein. Ja, und was ist denn bei Deutschland, wie viel Reichtum kann gepfändet machen? Weil ich habe nicht viel Geld. Oh, das weiß ich nicht, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Müssten Sie sich mal erkundigen beim Gericht. Ja, muss man das auch für ein Kinder bezahlen? Nein. Meine Frau? Einer in der Wohnung muss bezahlen, ein Beitrag, muss nicht jeder bezahlen.
Das heißt, wenn wir haben, Sie bin bei Wohnung, dann muss nur ein bezahlt machen. Nur einer, ja. Wie ist denn, muss bestimmt der Mann machen, oder? Nein, ist egal wer. Ja, okay, dann muss man das auswählen und dann muss man einen angemeldet machen. Genau, und ja. Wenn wir sagen, dass wir bei den Nachbarn mit bei Wohnung wohnen, ist das in Ordnung? Nee. Nein, also pro Wohnung ein Beitrag. Also pro Haus oder pro Wohnung? Pro Wohnung. Okay, und woher wissen Sie, wie viel Wohnung hat denn Hausen? Nee, das wissen wir nicht, aber wir fragen da bestimmte Angaben ab, okay, die Sie dann nicht wissen können, ne? Ja, und wann kann man das kündigen bei Ihnen? Kündigen, also wenn Sie aus Deutschland wegziehen beispielsweise oder wenn Sie Leistung bekommen vom Sozialamt oder vom Jobcenter oder irgendwelche Leistung zur Unterstützung des Lebensunterhalts, dann brauchen Sie das nicht bezahlen, dann können Sie befreit werden. Und was ist mit Gründungsförderung für selbstständige Menschen? Kann man da Ausnahme haben? Nee. Weil da bekomme ich ja auch Geld von der Frau Merkel. Woher bekommen Sie denn das Geld? Vom Jobcenter oder? Ne, von der Bundesarbeitsagentur. Von der Arbeitsagentur dann nicht, nein. Aber wenn Sie vom Jobcenter Geld bekommen, dann können Sie sich befreien lassen. Also muss ich jetzt bezahlt machen? Ja. Also wenn ich jetzt zu den anderen gehe, den Geld bei denen nehme, dann wird das so kompliziert, alle Sachen. Was wollen Sie jetzt für Geld nehmen? Ja, weil ich ja den Forderung bekomme für meinen Ziegenfarm. Dass wir das bei anderen Amt machen, dass man nicht bezahlen muss, weil das ist ja, weil ich kann ja auch nicht bei Ihrer Firma, ich kann jetzt ja auch nicht bei mein LKW reinsetzen, kann ja auch nicht bei Ihnen kommen und sagen, hier sind 10 Ziegen, musst du 3000 Euro bezahlen. Dann wird der Mann bei Tresen wird sagen, haben wir nicht bestellt. Dann sage ich, ja, aber Sie haben theoretisch die Möglichkeit, Ziege zu bestellen, dann müssen Sie den Ziege auch bezahlen. Das ist das Gleiche wie mit den Fans. Ja, nee. Nicht ganz so, nein. Ja, natürlich. Das ist ein von der Landesregierung und den Ministerpräsidenten beschlossenes Gesetz. Ja. Und da können Sie jetzt nichts dran ändern. Ja, kann ich dann bitte einmal von Ihrer Firma den Kontonummer haben? Ja, das können Sie haben. Weil das muss ja dann, wenn ich für den Ziegen den Abbuchung mache, da brauche ich ja die Nummer. Ja, tun Sie das. Ja, können Sie mir bitte... So, dann trinken Sie uns bitte erst eine Rechnung. Ja, können Sie mir bitte den zuständigen Manager geben? Kann ich machen, den ja. Namen, den Namen? Nee, Namen nicht, aber ich kann Sie weiter verbinden. Moment, ja. Ja, bitte. Hallo? Ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich 43 Sekunden. Service von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Ja. Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, Solinda. Ich bin zu Sie verbunden worden wegen der Ziegen. Wegen was? Wegen der Ziegenlieferung. Nee, da sind Sie irgendwie total falsch. Nee, ich habe mir Rundfunkbeiträge. Mit dem Beitragsservice? Ja, genau, aber wir haben ja keine Ziegen. Ja, dort, wir haben doch mit den Kollegin gesprochen, die sagt, ich muss bei Ihnen weitersprechen. Haben Sie da eine Beitragsnummer, um die es geht? Nein, aber ich habe keinen Vertrag mit Ihrer Firma. Und, aber ich möchte Vertrag mit Ihrer Firma machen, von meiner Firma. Ich fahre bei Sie mit Ziege schicken, dass wir einen Deal machen. Weil ich will. Haben Sie ein Schreiben von uns irgendwie bekommen mit dem Aktenzeichen? Oder, den Brief bekommen, soll man 700 Euro zahlen für Sachen, die man nie bekommen haben. Und da habe ich gedacht. Haben Sie da eine Beitragsnummer, um die es geht? Ja, und dann habe ich gedacht, vielleicht können wir ja so machen. Ich habe bei Ihnen nie Sachen bestellen, Sie einfach Lieferungen machen. Vielleicht kann ich Ihnen einen LKW voll mit Ziegen schicken. Dann können Ist das so? Also es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen uns. Also in dem Sinne beginnt die Beitragspflicht, indem Sie jetzt eine Wohnung oder eine Betriebsstätte innehalten. Ja, und vielleicht können wir das ja andersrum genauso machen, dass Sie mal merken, wie sich das anfühlt, wenn man muss sein Geld weggeben für Sachen. Ja, ich habe die gesetzliche Bestimmung nicht gemacht. Wenn Sie mir jetzt die Beitragsnummer geben, dann kann ich Ihnen noch eine nähere Auskunft zu geben. Ja, Sie können mir doch auch nur das sagen, was den anderen auch immer sagen. Muss du bezahlen, auch wenn du da gar nichts haben willst. Und darum wollte ich einfach fragen, möchten Sie eine LKW-Ladung Ziegen kaufen?
Ja, also ich möchte jetzt für die Rekane kaufen. Ja, schade, weil die können Sie vielleicht für eine Hochzeit nehmen oder zur Ausstopfung machen. Aber sehen Sie, wenn Sie jetzt sind in meiner Position, dann müssen Sie LKW-Ladung Ziegen kaufen oder LKW-Ladung ja. Fernsehprogramm. Gut, aber Sie haben im handelsrechtlichen Sinne keinen Vertrag mit uns. Ja, will ich ja auch nicht haben. Ja, genau. Richtig. Und Sie wollen mit mir auch keinen Vertrag haben? Ja, es besteht kein Vertrag. Also nicht, dass wir aneinander vorbeirennen. Ja, ja, aber Sie möchten mit meiner Ziegenfarm auch keinen Vertrag haben? Nee, es besteht ja gar kein Vertrag. Also ja, ich kann aber, die Anliegen gar nicht nachvollziehen. Nee, von Firma zu Firma sollen wir Vertrag machen? Ja, es besteht kein handelsrechtlicher Vertrag zwischen uns. Ja, das habe ich verstanden. Darum ist die Frage, sollen wir einen machen? Ich möchte mit Ihnen jetzt keinen Vertrag abschließen. Haben Sie keinen Bedarf an einer Ziege? Nee, ich habe keinen Bedarf an einer Ziege. Ja, was sollen wir jetzt machen? Entweder Sie gehen mir zum Beitragsnummer und ich schaue mir das mal an. Ja. Oder ja, ansonsten können wir das jetzt noch so weiterführen, aber da kommt nichts mehr raus dann. Ne? Ja, vielleicht möchten Sie mir noch ein bisschen was erzählen? Ich habe jetzt an sich keinen Bedarf, Ihnen jetzt großartig was zu erzählen. Ja, was hören Sie gern für Musik? Ja gut, also ich habe jetzt an sich dann auch, es ist an sich alles dazu gesagt und ja, dann würde ich sagen, können wir das Gespräch an der Stelle jetzt auch beenden. Und ja, dann würde ich Ihnen eine wunderschöne neue Jahr wünschen mit den Glücksziegen. Wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören. Alles klar. Auf Wiederhören.